Wie ich sehe, haben Sie die Holztür durch was Stabileres ersetzt. Drei. Was ist mit zwei? Frag die eins. Nochmal? Klar, aber mit Schmackes. Wen hält sowas auch auf? Der Mutterkristall ist gleich da vorn. Ist er das? Ich sehe überhaupt nichts. Naja, solange ihn niemand bewegt hat. Wie ausgestorben. Das ist unglaublich. Diese Größe. Dort. Der Weg führt ins Heiligtum. Ist ja immer noch nicht zugemauert. Ganz schönes Armutszeugnis. Warte, das heißt... Ja, hier habe ich damals mit Bahamut Fang gespielt. Leider auf Kosten dieses beachtlichen Bauwerks. Eine Selbstverteidigung. Aber wie hast du es hier rausgeschafft? Gelaufen. Probier's mal. Oh nein. Ich steh schon wieder. Verschweigt ihr zwei mir irgendwas? Erzähl ich später. Na! Warum sind die Kreaturen vom Phönixtor auch hier in den Minen? Besteht zwischen beiden Orten eine Verbindung? Ha!
Als ich noch in der Armee war, haben die am Kristalltor stationierten Soldaten oft von einem Wächter erzählt. So einen habe ich hier letztes Mal nicht gesehen. Hab's aber natürlich auch nicht so weit geschafft. Seien wir einfach vorsichtig. Wo kam das her? Dreimal darfst du raten. Armes Tier. Noch ein Opfer der Flut. Gut. Er will's drauf anlegen. Bereit, Clive? Immer.
gemacht, Torga. Alles in Ordnung? Ja. Zum Kern ist es nicht mehr weit. Sicher hat die Wache uns schon bemerkt, also schnell. Wobei, sie werden ihre Truppen hoffentlich nicht in diesen Äthersumpf schicken. Clive. Hm? Wenn das funktioniert und der Segen erlischt, wird für Leute wie uns alles schlimmer, bevor es besser wird. Wenn wir die Letzten sind, die den Äther beherrschen, wird unsere Gabe gefragt sein. Das heißt, man wird uns jagen. Ich hoffe, irgendwann werden sie erkennen, dass wir keine Wahl hatten. Es war der einzige Weg in eine bessere Welt. Und ich dachte, ich würde noch zweifeln. Ein Glück, dass zwei von dreien auf dich vertrauen. Dann muss ich das wohl auch. Wird Zeit, dass ich meinem Titel gerecht werde. Sid, der Geächtete. Da. Hat jemand noch Bedenken? Keiner. Wir stehen hinter dir, Sid. Worauf warten wir dann noch? Zauberhaft. Das Herz von Sanbrek. Tja, war ein Versuch. Ich fürchte, wir brauchen ein größeres Schwert. Meinst du also? Danke, Clive, aber das war bildlich gesprochen. Der Kern ist offenbar aus härterem Zeug gemacht. Ich weiß schon, was Taya davon halten wird, aber was soll's. Zurück. Es wird hier gleich eng werden. Thank you.
Clive, sieh doch. Was ist das? Das ist nicht Drachenkopf. Ich war schon mal hier. Was? Du wieder! Wo steckst du? Was willst du? Was? Er lebt noch! Yeah!
Diese Macht gehört nicht dir! Thank you.
Wolf! Gut geschlafen? Du blutest. Das ist nur ein Kratzer. Na gut, ein Loch. Wir finden dir einen Heiler. Ja, das glaube ich nicht. Ich weiß, wer du bist. Und wenn du denkst, ich würde ihn dir überlassen. Irrst du dich? Im Griff des Todes erglüht ein Licht und entfacht die Flammen erneut.
Entschuldige, Clive. Wäre ich doch nur früher gekommen. Erkennst du mich wieder? Du hast sie beschützt. Das war sehr mutig. Zeig dich, Ultima. Unseren Namen? Was weißt du noch, Phönix? Auf meinen Reisen habe ich viel über deine Ziele erfahren. Du warst es, der mich von meinem Bruder getrennt hat. Und ich weiß auch, dass du nach seiner Kraft strebst. Doch, glaub mir. Um an ihn zu kommen, musst du an mir vorbei. Nun gut. Möge der Atem meiner Ahnen meine Lungen füllen, um die Lieder des Leids verstummen zu lassen. Eine Widrigkeit. Das hat doch keinen Sinn. In der Tat. Keine Spiele, Phönix. Überlass uns unseren Leib. Ich sagte doch, nein. Eine flüchtige Form. Ich weiß, dass ich ihr nicht wirklich schaden kann. Doch, um Clive zu beschützen, ist das auch nicht nötig. Das sind keine Flammen der Zerstörung. Hast du bereits vergessen, wer ich bin? So leicht kriegst du meinen Bruder nicht. Ultima.
verstanden? Er muss hier sein. Er muss. Sonst zerquetscht Lord Kupka mich. Findet Sid! Oder wollt ihr verrecken? Sid, hilf uns! Wo ist er? Dann du! Mist, komm! Geth, wir müssen hier raus! Nicht ohne das! Sid ist nicht unter ihnen. Schicken wir einen Stolas? Das wird nicht nötig sein. Seiden der Meisterweber von Randela. Kommt, kommt, so fasst doch an. Zart und geschmeidig. Schokobo-Wurst, nur von Vögeln aus Weidehaltung, kein ledriges Fleisch alter Rennvögel. Hier, probiert mal. Ich habe Schoten und Erbsen, Bohnen und Rüben, was immer ihr wollt. Ich habe genug. Erdmittel, Tränke, Tonika, Salben, na, mein werter Herr, darf was sein? Alles frisch von heute Morgen. Tonika. Salben, Wickel, Tinkturen, Nervenmittel, Tränke, Tonika. Salben, Wickel, Tinkturen. Etwas für eure Reiseapotheke? Vielleicht eine kühlende Salbe für wunde Füße. Verzeih. Ich würde gern, aber... Habt eine gute Reise. Nervenmittel, Tränke, Tonika. Salben, Wickel, Tinkturen. Nervenmittel, Tränke, Tonika. Salben, Wickel, Tinkturen. Dich zu sehen, Sid. Wissen wir mehr? Die Träger sind im alten Rathaus am Stadtrand eingesperrt. Und du kannst dir wohl denken, wer sie dort hinter Schloss und Riegel hält. Kupkas Leibgarde. Eine Falle. Und nicht einmal eine besonders gute. Schon wieder? Was erhofft er sich denn davon? Ich werde sie heute noch da rausholen. Nein, das wirst du nicht tun. Unsere Mitstreiter sind nicht gestorben, damit du dir mitten im Nirgendwo die Kehle durchschneiden lässt. Du willst sie also im Stich lassen? Das habe ich nicht gesagt. Ich meinte nur, dass jemand anderes sie befreien könnte. Verdammt nochmal. Sturköpfig wie der alte Sid, was? Eines lass dir gesagt sein. Du bist jetzt Sid.
Wenn ihm etwas zustößt, war's das. Bitte, wir wissen von nichts. Ihr müsst uns glauben. Wir würden euch doch helfen. Aber ihr helft uns doch bereits. Wir haben noch nichts getan. Bitte glaubt uns. Vergebt ihm, Milord. Er wollte keinen Ärger machen. Ruhe jetzt! Keine Spur von Hugo. Von dieser Falle wird er wohl genauso viel halten wie wir. Dann wird's ein Kinderspiel. Seid gnädig! Ich flehe euch an! Ist doch schwerhörig! Ihr sollt Ruhe geben! Es wird alles gut. Ich würde gerne mitspielen. Was dagegen? Ist er das? Es ist er. Es ist Sid. Gehen wir? Und schnell! Hol Verstärkung! In Sicherheit. Sid stirbt hier! Es reicht jetzt! Lasst sie mit der Katze spielen! Oh, ein Schmusekater! Du kriegst, was du verdienst, Sid! Die Biester sind schnell! Dann müssen wir schneller sein! Jetzt, Torgal! Ich bin verletzt! Komm zu mir! Hilf mir, Großer! Ah!
Sie werden Kupka warnen. Lass sie. Für einen Tag wurde mehr als genug Blut vergossen. Mörder! Ohne dich wären unsere Freunde nicht tot! Hörst du mich? Wir waren nur Köder, um dich aus deinem stinkenden Rattenbau zu locken! Warum bist du nicht einfach dort geblieben? Was willst du überhaupt hier? Wir wollten nie gerettet werden! Sollen wir euch etwa dafür danken? Jetzt werden sie uns jagen! Wir sind alle so gut wie tot! Seit 5 Jahren kämpfen wir, um uns ein besseres Leben zu sichern. Damit wir endlich gleich behandelt werden. Wollt ihr das etwa nicht? Was wir wollen, ist unsere Ruhe. Jedes Mal, wenn ihr auftaucht, sind es wir, die leiden. Schon gut. Tut mir leid. Lass uns allein. Das ist unsere Heimat und hier bleiben wir. Sid wusste, dass es so laufen wird. Das wird schon noch. Wenn du das sagst. Wir sollten gehen. Vor 5 Jahren haben wir das, was für viele ein Symbol der Hoffnung war, ohne ersichtlichen Grund zerstört. Sie können nicht anders, als uns dafür zu verurteilen. Obwohl wir all das für ihre Zukunft tun, sehen sie nur, dass wir ihnen das Leben erschwert haben. Doch das Leid muss an der Quelle erstickt werden. Manchmal frage ich mich, ob wir das Richtige tun. Als Sid von einer Welt gesprochen hat, in der wir unsere Zukunft bestimmen. War ihm egal, ob es richtig oder falsch ist, was wir tun. Solange wir frei sind. Ich vermisse ihn. Eine Welt, in der wir alle gleich sind. Das hat er gewollt. Und wir auch. Darum trage ich seinen Namen. Darum haben wir alle sein Erbe angetreten. Und nichts und niemand wird uns dabei aufhalten. Wir sind da, ihr Turteltäubchen. Endlich zu Hause. Otto wollte mit dir reden. Geh besser zu ihm. Immer was zu tun. Willkommen zurück, Sid. Wird endlich fertig mit dem Holz.
Otto wird wissen wollen, was in Kostnice passiert ist. Ich glaube, er ist in der Messe. Da bist du ja, Clive. Hab schon gehört, was für einen Spaß du hattest. Victor lässt grüßen. Kupka haben wir damit kein bisschen zugesetzt. Und von den Trägern, die wir gerettet haben, wollte keiner mit uns kommen. Mit einem Geächteten will wohl keiner was zu tun haben. Irgendwelche Neuigkeiten? Nichts von Bedeutung. Gav spioniert immer noch die dalmekische Armee aus. Dürfte bald wieder da sein. Alles klar. Wenn etwas ist, ich bin bei Vivian. Die verstehe, wer will. Gibt bestimmt weitaus schönere Orte zum Schmökern als ein ausgeschlachtetes Luftschiff. Und doch ist sie hier bei uns. Sie wird schon ihre Gründe haben. Störe doch nicht, oder? Leben zurück? So langsam glaube ich, es steckt mehr als nur Glück dahinter, dass du dem Tod immer wieder entkommst. Das könnte ich auch über dich sagen, Vivian Neungarn. Allerdings gab es auf mein Leben bisher erst 4 Anschlagsversuche, keiner auch nur annähernd erfolgreich. Sag, was verschafft mir die Ehre? Hast du etwa Bedarf an einer meiner Lehrstunden? Ist das denn so abwegig? Also gut, beginnen wir mit der aktuellen Lage. Es ist kein Geheimnis, dass sich Eroberer und Geächtete ein Rennen um Valisthea liefern. Nun, vor allem Erstere. Doch Letztere wollen das ändern. Nicht wahr? Die Frage ist nur, wie kam es zu all dem? Lange war Sanbreks Herrschaft über den Nordosten Stürms ungebrochen. Doch mit der Ausbreitung der Fäule begannen die Ränder zu bröckeln. Das Kaiserreich musste handeln und versucht bis heute, noch fruchtbares Land auf der anderen Seite der Meerenge zu erobern. Doch Valut hat Ashra so eisern im Griff wie Odin sein Schwert. Und so wird jeder Landstrich, auf den die Kaiserlichen Fuß setzen, mit deren Blut getränkt. Kein Wunder also, dass Kaiser Silver das Kristalldominium ins Visier nahm. Ein leichteres Ziel mit üppiger Ätherquelle. Vor 5 Jahren, während ihr euch an die Zerstörung des Kristalls machtet, rückte das Kaiserreich aus und unterwarf den bis dahin neutralen Stadtstaat. Den Ort, der von sich behaupten kann, der Nabel der Welt zu sein. Aus strategischer Sicht ideal für ein stehendes Heer. Denn von dort rückt jeder Winkel Valistheas in greifbare Nähe. Bisher hat ein Nicht-Angriffspakt Schlimmeres verhindert. Doch sollte Sanbreck ihn offenkundig brechen, wird die Welt nicht lange zögern, es dem Aggressor gleich zu tun. Die Kaiserlichen, die Republik Dalmekia, das Königreich von Valut und nicht zu vergessen die Eisernen. Wer wird am Ende noch stehen, wenn der letzte Tropfen Blut fällt? Du kommst aus Dichasia. Sorgst du dich darum? Ach, der Himmel war schon immer dunkel über dem Dominium. Und doch, trotz allem, bestand es weiter. Und das wird es auch tun, wenn dieser Sturm vorbeigezogen ist. So.
Natürlich musst du für die Lektion bezahlen. Du musst nur einen Botengang für mich ausführen, dann sind wir quitt. Na gut. Was soll ich tun? Bring dieses Buch zu Harpo ins Archiv. Sag ihm, es war adäquat. Ein Besuch bei unserem Historiker kann ohnehin nicht schaden. Was führt dich zu mir? Ich wünschte, unser Historiker... Clive, ist alles in Ordnung? Ist an dem Schwert da Blut dran? Brauchst du was? Oder hast du mich nur vermisst? Zu viel Gill in der Tasche? Du machst mich noch arm, mein Junge. Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Fertig? Aha. Verehrter Hippokrates. Also den Namen habe ich schon lange nicht mehr gehört. Manchmal vergesse ich fast, dass ich so heiße. Willkommen daheim, Clive. Wie immer, sehr erfreut. Ich bringe euch ein Buch zurück. Vivian hat es durchgelesen. Was schon? Die Gute verschlingt mehr Bücher als unser kleiner Tito Honigküchlein. Wirklich beneidenswert. Leider bin ich schon etwas zu bejahrt, um in diesem Tempo Dinge zu verschlingen. Egal ob Bücher oder Kuchen. Das hat meine Recherche nach jener Kreatur an Drachenkopf jedoch nicht aufgehalten. Doch ohne Zugriff auf die großen Archive von Oriflam oder dem Dominium ist meine Suche weiterhin erfolglos geblieben. Vergebt mir. Ach, danke trotzdem. Ich werde mich etwas umhören. Vielleicht können wir euch mehr Bücher besorgen. Es sind nicht mehr Bücher, die ich brauche, sondern die richtigen. Vielleicht suchen wir an den falschen Orten. Im Norden gibt es auch Bibliotheken. Ein guter Anhaltspunkt. Vielen Dank. Nicht viele Menschen nehmen das Gerede eines alten, verschrobenen Historikers ernst. Du bist aber anscheinend nicht so alt, um Coponüsse zu naschen.
Er hat die Taschen voll damit. Die klaut er dem Mogri. Ach, ihr. Wir wissen doch alle, es gibt keine Mogris. Die zwei sind wohl auf? Ja. Doch sie lachen viel zu wenig für ihr Alter. Der Tod ihrer Eltern lässt sie nicht los. Nur zeigen sie es nicht. Titan hat uns allen viel genommen. Manch einem mehr als anderen. Und so tiefe Wunden brauchen viel Zeit zum Verheilen. Sorgen wir dafür, dass sie diese Zeit bekommen. Das werden wir. Doch vergesst nicht, dass auch ihr etwas Ruhe benötigt. Erholt euch. Danke. Gaff ist bald zurück. Ich sollte mich ein wenig ausruhen. Gerade erst zurück und schon löst du wieder überall Probleme. Steht dir gut. Die Narbe passt zum Rest. Ich hatte dieses Mal schon so lange, dass ich vergessen hatte, wie es sich ohne lebt. Wie es sich anfühlt, ich selbst zu sein. Das verdanke ich nur dir, Taya. Der Dank gebührt meinem Skalpell. Ah, und übrigens, ein Bote hat einen Brief von Gaff gebracht. Er liegt auf deinem Tisch. Warum kein Stolas? Na gut, ich sehe gleich nach. Und dann ruhst du dich aus. Gaff keinen Stolas geschickt. Sobald der Flur gefegt ist, genehmige ich mir einen Episode. Otto hat vorhin einen Brief von Gaff gebracht. Er liegt auf deinem Tisch. Otto hat vorhin einen Brief von Gaff gebracht. Er liegt auf deinem Tisch. Was hat Gaff geschrieben? Die Dalmekas sind auf dem Marsch. Das heißt, Randella steht unter Kupkas Schutz. Seine Garde wird uns also vorerst keinen Ärger machen. Sie ist bei ihm in der Hauptstadt. Frohe Kunde also. Mehr als das. Das ist die Chance. Darauf haben wir gewartet. Wir haben es so weit gebracht. Alles, was wir hier haben, unsere Freunde, das Versteck, ist das kein Grund zur Freude? 5 Jahre. 5 lange Jahre. Wenn ich Ifrits Kräfte erwecken könnte, hätten wir noch viel mehr erreicht. Doch irgendwas hält mich zurück, immer wenn ich nach seiner Macht greife. Eine Esper zu beschwören, fordert einen hohen Tribut. Dein Körper weiß das nur allzu gut. Er versucht nur, dich vor dir selbst zu beschützen. Währenddessen fällt die ganze Last auf dich. Unsere Mission hat mich dazu gebracht, alles in Frage zu stellen. Aber eine Sache ist offensichtlich geworden. Die Kristalle nehmen mehr, als sie geben. Für einen kleinen vergänglichen Segen erwartet uns ein Dasein voller Schmerz, ständig Krieg, so viel Tod.
Und nun? Nun rauben sie uns unsere Heimat. Und uns bleiben nur Staub und Asche. Doch du willst das ändern. Und ich will das auch. Für mich ist das keine Last. Mag sein, aber... Wir sind nur hier, weil Joshua uns eine zweite Chance gegeben hat. Wir sollten das Beste aus diesem Geschenk machen. Das stimmt. Er war dort. Er war wirklich dort. Er hat zu ihm gesprochen. Zu Ultima. Falls Joshua noch lebt, wird er es suchen. Dieses Ding. Ob er jemals zurückkommt? Das wird er. Und dann müssen wir bereit sein. Auf eine Welt ohne Mutterkristalle. Auf Set. Der Norden ist verloren. Ich wusste, dass sie sich immer schneller ausbreitet. Aber das, dieses Ausmaß, übertrifft all meine Befürchtungen. Bald wird jeder Fußbreit Erde befallen sein. Das Ende der Welt rückt täglich näher und wir jagen hier einen Schatten. Sag, Bruder, haben wir eine Chance? Clive, dürfte ich kurz... bitte entschuldigt, ich wollte nicht... stören. Nicht doch. Wir haben nur Pläne erörtert. Was ist, Otto? Martha, aus der Schenke, ist verschwunden. Also, komm, wenn du soweit bist. Verstanden. Ist in der Rast irgendwas vorgefallen? Thank you.
Was genau ist passiert? Ein paar Männer von der kaiserlichen Garnison in Rosaria haben in Marthas Rast Streit angefangen. Es floss etwas Blut, ein paar Knochen brachen. Das Übliche. Aber inmitten dieses Chaos verschwand Martha, ohne auch nur ein Wort. Sowas macht sie nicht, Clive. Da ist was faul. Denkst du, das war geplant? Aber sicher war es das. Seit dieser Sache in Eastpool hat Zambrek das Herzogtum fest im Schritt gepackt. Man muss nur einen Flüchtenden gesehen haben, um als Verräter zu gelten. Überall wollen sie Komplotte sehen, um dem Haus Rossfield wieder zu seiner alten Macht zu verhelfen. Und wie es aussieht, haben die Schweine jetzt die armen Träger ins Visier genommen, die zu schwach sind, sich zu wehren. Martha hat das alles natürlich sofort durchschaut. Sie hat schon erzählt, dass es immer schwerer wird, Träger aufzunehmen. Und plötzlich ist sie weg. Wenn die Kaiserlichen sie geschnappt haben, wäre das fatal. Ein paar Fluchbrecher sind schon auf dem Weg zur Schenke. Sie werden dir sicher helfen können. Aber wenn die Lage so übel ist, wie ich befürchte, musst garantiert du ihnen die Ärsche retten. Keine Sorge, Otto. Ich bringe sie alle sicher zurück. Martha, ist sicher nichts passiert. Wir werden sie finden. Endlich fertig mit dem Holz. Zurück sind. Vermaledeite Bilge. Ist alles in Ordnung? Abgesehen von den Löchern im Rumpf, alles ausgezeichnet. Bekommt ihm das Wasser im See nicht? Könnte man so sagen. Wenn du keinen grandiosen Plan hast, die Fäule aus dem See zu filtern, wie bei uns im Atrium, wird sich die Gülle weiter durch das Holz fressen, wie der junge Tito durch unsere Honigküchlein. Ein Pechanstrich könnte die Verwitterung vielleicht ein, zwei Monde aufhalten. Sofern wir überhaupt Pech hätten. Haben wir aber nicht. Jedenfalls nicht mehr. Der alte Kahn wird wohl kein Dutzend Fahrten mehr überstehen. Gut, Obolus. Nur deine Fähre bringt uns zum Festland. Reparieren wir sie. Nun, es freut mich, dass das wenigstens einer hier einsieht. Aber für Pech brauchen wir Pechbäume. Nur, wie du sicher schon bemerkt hast, gehören Bäume zu den tausenden Dingen, die im Toten Land schmerzlich vermisst werden. Allerdings bin ich noch nicht dreist genug, dich allein in einen fernen Wald zu schicken, um ganze Stämme von dort her zu schleppen. Und deshalb werden wir eine gute Alternative brauchen. Zufälligerweise habe ich mal gehört, dass das wandelnde Dornengestrüpp an den Curlschweiffällen sich mit einer Art klebrigem Wachs überzieht, um Käfer und sonst noch was zu fangen. Das könnte die Fähre über Wasser halten. Klingt einfacher, als Baumstämme herzuschleppen. In Ordnung. Thank you.
einfacher, als Baumstämme zu schleppen. Da habe ich mich wohl zu früh gefreut. Kaum benötigen. Ich sollte zurück. Willkommen zurück, Sid. Und? Hast du das Wachs gefunden? Gefunden kann man es auch nennen. Boah, das riecht ja wie ein Chocobo-Arsch. Aber der Argo wird's egal sein, solange das Zeug ihren Kiel über den Wellen hält. Argo? So heißt dein Boot? Interessant. So hieß mein Vater. Bevor die Fäule kam, war der Alte auch ein Fährmann. Jetzt habe ich nur noch sein Boot. Und das wird weiter segeln. Dank dir, Sid.